Die Ixcaris ist die Nachahmung einer aufsteigenden Köcherfliege, die aber auch als Attraktorfliege oder als Nachahmung einer Steinfliege gefischt werden kann. In verschiedenen Farben zu binden, aber meistens werden Braun- und Olivtöne verwendet. Nachdem eine Basiswicklung gelegt wurde, wird für das Schwänzchen ein Büschel Antron oder Polygarn verwendet. Schwänzchen ist vielleicht das falsche Wort. Schock wäre besser. Imitieren diese Fasern letzten Endes die Nymphenhaut, die sich noch am Körper des Insektes befindet. Das Garn wird oben auf dem Hakenschenkel, da wo der Hakenbogen anfängt, eingebunden. Die Länge ist in etwa gleich der Körperlänge. Der Körper wird hier mit braunem Biberdubbing erstellt, kann, wie schon erwähnt, auch mit anderen Farbtönen erstellt werden. Der Körper wird progressiv gewickelt, das heißt, nach vorne hin wird es etwas dicker. Darauf achten, dass zwischen Körper und Hakenöhr noch Platz für die Flügel bleibt. Für die Flügel ist es wichtig, Reh- oder Elchhaar zu verwenden, das sich nicht zu stark spreizt, und es gilt zu beachten, dass die Flügel die Silhouette einer Köcherfliege bekommt. Wenn man ein Büschel Haar von der Haut geschnitten hat, werden zuerst zu kurze Härchen sowie Unterwolle entfernt. Das ist sehr einfach, indem man die Finger über die Enden bewegt. Kurze Haare springen raus und die Unterwolle lässt sich ebenfalls leicht entfernen. Im Haaraufstoßer werden die Haarspitzen anschließend auf gleicher Länge gebracht. Das Haar wird an den Spitzen rausgenommen und nun wird Maß genommen. Die Länge der Flügel reicht in etwa bis zur Hälfte des Schwänzchens. Nachdem die Buttenden gerade abgeschnitten wurden, wird das Büschel auf den Hakenschenkel gelegt. Die ersten Wicklungen sind eher lose, damit sich das Haar nicht zu sehr spreizt. Die nächsten Wicklungen, zum Hakenöhr hin, werden immer fester. Auch werden einige Wicklungen durch die Enden des Haares gelegt. Mit einigen Wicklungen am Hakenöhr fixieren und anschließend einem Whipfinish oder so wie hier einige Haarfitschknoten legen. Wenn nötig, einige Unebenheiten entfernen.
Abschließend wird mit Bindelack auf der Unterseite der Knoten gesichert. Viel Spaß beim Nachbinden und viel Erfolg am Wasser.